Bei einem Brand in der türkischen Metropole Istanbul sind mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Laut Behörden wurde ein Schwerverletzter ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer war bei Bauarbeiten in einer Disco im ersten und zweiten Untergeschoss eines 16-stöckigen Wohnhauses ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Flammen erst Stunden später unter Kontrolle bringen. Laut dem Innenministerium wurden Ermittlungen eingeleitet. Einem Medienbericht zufolge wurden 5 Menschen festgenommen.